Schön, dass du da bist. Ich bin die Valerie, ich bin ausgebildete Fitnesstrainerin und wir machen heute zusammen ein 30-minütiges Workout, vor allem für den Rücken mit dem Miniband. Das Miniband brauchst du erstmal nicht, das kannst du zur Seite legen. Wir fangen mit einem Warm-up an, stellen uns dafür im Schulterbreitenstand auf die Matte. Die Zehenspitzen und die Knie schauen in eine Richtung. Mach deine Knie ganz weich, leg dein Kinn auf das Brustbein und roll dich ganz, ganz langsam erstmal Wirbel für Wirbel nach unten. Lass deinen Kopf richtig schwer hängen. Der muss jetzt nichts halten, der darf einfach nach unten hängen. Beug deine Knie und schau mal, dass du die Fingerkuppen auf den Boden absetzen kannst. Manchmal muss man dafür ein bisschen mehr seine Knie beugen, manchmal weniger. Schau, was bei dir möglich ist. Lass deinen Kopf hängen. Und dann dribbeln wir mit den Fingerkuppen und dem Oberkörper ganz sanft nach rechts. Schau mal, wie weit du kommst. Und ganz sanft und langsam über die Mitte zur anderen Seite. Lass dein Knie währenddessen gebeugt. Noch ein paar Mal so. Und achte darauf, dass es da kein unangenehmes Gefühl im Rücken gibt. Du kannst jederzeit die Knie etwas mehr beugen, um deinen Rücken zu unterstützen. Und wir dribbeln ganz langsam zurück zur Mitte. Legen die linke Hand an den rechten Knöchel, blick nach unten zu deinem großen Zeh, öffne den rechten Arm über die Seite nach oben und versuch, deine rechte Schulter richtig weit zu öffnen. Nimm den Arm nach unten, setz gleich die rechte Hand an den linken Knöchel, blick nach unten zum großen Zeh, öffne den linken Arm weit nach oben, öffne die Schulter und nochmal die erste Seite. Linke Hand an den rechten Knöchel, öffne hier den Arm, schließe wieder, leg die rechte Hand an den linken Knöchel, linker Arm öffnet. Beim nächsten Mal kannst du den Blick deiner Hand nach oben folgen lassen. Also schau mal, ob das für deinen Nacken angenehm ist, wenn der Blick der Hand folgt. Wenn nicht, hast du die Option, weiter nach unten zu schauen. Nur noch einmal jede Seite. Ganz schwer hängen, den Kopf genauso und roll dich langsam Wirbel für Wirbel nach oben auf. Roll die Wirbelsäule nach oben auf. Und wenn du gerade stehst, richte erst den Kopf auf und roll dann nochmal deine Schultern zurück, weit nach oben, weit nach hinten, unten. Und komm schon mal mit mir in eine Grätsche. In eine sanfte Grätsche, also wenn du stehst, sollte es in den Adduktoren noch nicht ziehen. Wenn ja, dann mach die Grätsche ein bisschen kleiner. Deine Zehenspitzen schauen nach außen. Und wenn wir jetzt gleich unsere Knie beugen, schauen die Knie in die Richtung der Zehenspitzen. Also in der Mitte erstmal die Hüfte nach hinten schieben und dann beugen wir im Wechsel links und rechts die Beine. Und achten darauf, dass unsere Knie in die Richtung der Zehenspitzen schieben und auch nicht über die Zehenspitzen drüber. Es wäre da so eine unsichtbare Mauer, da geht es nicht drüber. Bauchnabel fest, wir stellen uns schon mal vor, wir haben eine ganz enge Hose an heute. Machen den Knopf zu, den Reißverschluss und haben ein Muskelkorsett umgeschnürt sozusagen. Dein Gewicht ist hinten auf den Fersen, also du könntest jederzeit deine Zehenspitzen mit anheben. Und jetzt nehmen wir gleich den Oberkörper mit dazu. Wir neigen uns diagonal mit dem linken Arm Richtung rechter Fuß, rechter Arm Richtung linker Fuß. Nur in die Richtung, du musst noch nicht ganz auf den Boden kommen. Schau, was bei dir geht. Und halte die Bauchspannung. Versuch, deinen engen Gürtel sozusagen gedanklich festzuschnallen. Und vielleicht kannst du mit jeder Wiederholung ein bisschen weiterkommen. Vielleicht kommst du jetzt mit den Fingerkuppen schon nach unten zum Boden. Muss aber auch nicht sein, darauf kommt es nicht an. Die letzten vier, drei, zwei, ein letztes Mal.
Komm zurück zur Mitte, schließe deine Füße und setz dich in der Mitte in einen kleinen Sumo-Squat. Deine Knie und deine Zehenspitzen schauen immer noch nach außen. Stemm deine Arme in deine Oberschenkel, die Daumen zeigen nach vorne. Und jetzt mach jeweils einen Arm lang, schieb deine Schulter nach vorne und dreh dich mit dem Oberkörper leicht zur Seite. Mitte, andere Seite. Stell dir vor, du möchtest mir deine Schulter präsentieren und schiebst den Arm richtig lang gegen den Oberschenkel. Dein Oberschenkel ist stabil, der lässt sich nicht verschieben. Du stemmst nur den Arm da rein, aber der ganze Unterkörper bleibt stabil. Die letzten vier. Die letzten drei. Die letzten zwei. Ein letztes Mal. Gut gemacht. Und jetzt lass deine Knie gebeugt, lass deinen Oberkörper nach vorne unten hängen und roll dich langsam Wirbel für Wirbel wieder nach oben auf. Streck deine Beine. Streck deinen Oberkörper, kreis deine Schultern nochmal zurück. Schließe deine Beine. Und du darfst dir schon mal dein Miniband schnappen. Und komm zurück in einen stabilen Stand. Bei der ersten Übung halten wir das Miniband so, dass unsere Handflächen nach oben zeigen, unsere Arme im 90-Grad-Winkel am Körper angedockt sind. Also stell dir mal vor, deine Ellbogen kleben wirklich an der Taille, die lösen sich auch nicht. Wenn wir jetzt gleich das Band rechts und links gleichmäßig auseinanderziehen und wieder zusammenbringen. Schau mal, dass du gleichmäßig ziehst, nicht rechts mehr als links zum Beispiel, weil es einfach die stärkere Hand wäre vielleicht, sondern es geht wirklich darum, dass du beide Arme und beide Seiten arbeiten lässt. Versuch diesen 90-Grad-Winkel hier zu behalten und versuch auch deine Ellbogen am Körper zu lassen. Also versuch die nicht abzuspreizen, sondern die bleiben am Körper und ohne Band würde das quasi so aussehen. Außenrotation. Wenn es anstrengend wird, denk an deine Bauchspannung. Zieh nochmal den Bauchnabel fest nach innen. Stell dir vor, du bist hier am Faden nach oben gespannt und bist ganz groß. Wir machen noch fünf zusammen. Konzentrier dich darauf, dass du mit beiden Seiten gleich ziehst. Die letzten drei. Die letzten zwei. Ein letztes Mal. Gut gemacht. Nimm deine Arme kurz nach unten. Mach ein paar genüssliche Schulterkreise. Und es ist jetzt auch völlig egal, welche Stärke des Bandes du hast. Ob du ganz leichtes hast, dann kannst du halt ein bisschen mehr ziehen. Oder ob du ein bisschen strengeres hast, dann kannst du eben nicht so viel ziehen. Aber das spielt keine so große Rolle. Für die nächste Übung schlüpfen wir genauso in das Band hinein und die Handflächen schauen sich an. Kleb wieder deine Ellbogen an den Körper, winkel deine Unterarme an und dann stell dir mal vor, du stehst vor einer Wand und schiebst deine Arme an dieser Wand entlang nach oben und nach unten. Die Ellbogen bleiben ganz nah am Körper und es geht nicht darum, das Band sehr weit auseinander zu ziehen. Schau nur, dass auf dem Band eine minimale Spannung ist, also dass du das Band genau so halten kannst, dass es nicht schlaff zwischen den Handflächen hängt. Bauchnabel fest, dein Oberkörper ist aufrecht, du bist ganz stolz, hast ein stolzes Haupt. Sehr, sehr gut. Schulterpartie wird warm, wir genießen die Durchblutung des Muskels. Lass deine Ellbogen am Körper, bitte vermeide, dass du Flügel bildest, die nach außen zeigen, sondern deine Ellbogen sind ganz nah am Körper die ganze Zeit. Auch hier die letzten fünf. Die letzten vier. Gleich geschafft. Die letzten drei. Die letzten zwei. Ein letztes Mal. Lass deine Arme mal kurz hängen.
Dreh dich ganz, ganz locker um deine Wirbelsäule und lass mal deine Hände wirklich an den Körper schlenkern und hinklopfen. Ganz locker. Ganz egal, wie es aussieht. Hauptsache, es fühlt sich kurz entspannend an. Und komm langsam wieder zurück zur Mitte. Greife jetzt in das Band so hinein, dass deine Handflächen nach unten schauen, Handrücken schaut nach oben und wir halten das Band ungefähr auf Brusthöhe vor dem Körper. Wir nehmen die Schulter nach unten, das ist ganz wichtig. Stell dir vor, jemand steht hinter dir, der drückt seine schweren Hände auf deine Schultern, steckt deine Schulterblätter hinten imaginär in die Hosentaschen und dann ziehen wir das Band zum Körper und ziehen die Ellbogen auseinander. Schieb deine Arme gleichmäßig nach vorne und zieh die Ellbogen auseinander. Und auch da, schau mal nur auf dein grünes Band und deine Hände und schau mal drauf, dass rechts und links gleichmäßig zieht und nicht eine Seite mehr als die andere. Und versuche auch deine Arme ungefähr auf Brusthöhe zu halten. Also versuch, wenn die Arme schwer werden, dass sie nicht irgendwann nach unten fallen, sondern halte sie oben. Und zieh das Band so gut du kannst auseinander, rechts und links gleichmäßig. Die letzten fünf, die letzten vier, die letzten drei, die letzten zwei. Ein letztes Mal. Gut gemacht, sehr, sehr gut. Roll nochmal deine Schultern. Und komm über einen kleinen Ausfallschritt mit mir nach unten auf die Matte. Wir haben das rechte Bein vor uns. Knie befindet sich über dem Sprunggelenk. Das linke Knie befindet sich unter der linken Hüfte. Und wir schlüpfen mit dem rechten Fuß in das Miniband und greifen so in das Miniband, dass die Handfläche nach oben zeigt. Wir machen uns erstmal aufrecht, also der Oberkörper ist aufrecht. Bei einem sehr schweren Band könnte das ein bisschen schwierig sein. Dann lass das Band weg, du kannst es auch ohne Band machen. Und wir rudern mit dem Ellbogen nah am Körper an der Taille vorbei sozusagen. Versuch deinen Oberkörper gerade zu halten. Ich weiß, das Band würde einen ganz gerne nach unten schnellen lassen, aber wir widerstehen der Versuchung. Bleiben aufrecht und rudern. Zieh deinen Ellbogen nach hinten und zwar ganz nah am Körper. Vermeide wieder diese abspreizenden Flügel sozusagen. Bauchnabel fest nach innen, mach wieder deine Hose ganz fest sozusagen. Die letzten vier. Drei. Zwei, das machst du sehr, sehr gut. Ein letztes Mal und lösen. Wir wechseln die Seite, bringen jetzt das rechte Knie unter die rechte Hüfte, das linke Bein nach vorne, das linke Knie steht ungefähr über dem Sprunggelenk. Schlüpf wieder in dein Band rein, greife von unten in das Band, bring dich erstmal wieder in einen aufrechten Oberkörper und dann rudere mit dem Arm am Körper vorbei. Bauchnabel ist fest, deine Hüfte zeigt nach vorne. Deine Hüftknochen sind wie zwei so Scheinwerfer, die nach vorne strahlen. Also stell dir mal vor, du bist ab dem Bauchnabel abwärts in Sand eingebuddelt und kannst dich gar nicht mitbewegen. Oberkörper aufrecht und zieh das Band nach hinten. Denk immer mal wieder an diesen Faden, der dich aufrecht nach oben zieht. Die letzten fünf, vier, drei. Mach deinen Bauchnabel fest für die letzten zwei. Ellbogen weit am Körper vorbei. Und gut gemacht. Löse. Setz dich mit dem Po nach hinten. Bring deine Beine vor dich und wir machen mit einer Schulterbrücke.
Folge weiter, und zwar mit dem Miniband. Dafür schlüpfen wir das Miniband rein und bringen das nach oben, etwas oberhalb der Knie auf den Oberschenkel, weil ich langsam Wirbel für Wirbel auf den Rücken. Und das merkst du wahrscheinlich jetzt auch selber, tendenziell würde das Band die Beine zusammenziehen, aber wir halten Spannung auf dem Band und lassen unsere Beine schulterbreit aufgestellt. Die Knie und die Zehenspitzen schauen in eine Richtung. Mach deinen Hinterkopf lang und vermeide bitte bei der folgenden Schulterbrücke, dass du mit dem Kopf rechts und links schaust. Versuch, deine Wirbelsäule schön ruhig zu halten, vor allem den Nacken. Und während wir dieses Band auf Zug halten, rollen wir uns langsam Wirbel für Wirbel nach oben auf. Erst der untere Rücken, dann der mittlere, dann der obere. Und oben angekommen bildest du eine schräge Linie von den Knien über die Hüfte nach unten. Und von dort rollen wir uns Wirbel für Wirbel wieder ab. Erst der obere, dann der mittlere und dann der untere Rücken. Und während wir uns jetzt auf- und abrollen, konzentrieren wir uns darauf, dieses Band auf Spannung zu halten und die Knie nicht zusammenschmelzen zu lassen, sondern wir halten diese Spannung. Wenn du ein bisschen mehr willst, kannst du deine Zehenspitzen lösen und stehst nur auf den Fersen. Dann wird es einfach ein bisschen wackeliger und noch mehr Balance herausfordernd. Und beim nächsten Mal aufrollen, treffen wir uns alle oben. Halten oben an. Bitte achtet darauf, dass eure Last nicht auf der Halswirbelsäule liegt. Also ihr solltet jederzeit euren Kopf anheben können. Wir legen den natürlich wieder ab, aber das ist der Beweis dafür, dass das Gewicht auf dem Schultergürtel liegt und nicht auf dem Kopf. Wir halten jetzt hier oben und gehen in eine Beckenschaukel. Das heißt, wir lassen links und rechts im Wechsel jeweils das Becken nach unten sinken und holen es wieder nach oben. Und während unser Becken schaukelt, halten wir das Band auf Zug. Ihr könnt jederzeit das Band weglassen. Das geht natürlich auch. Dann macht ihr das ohne Band. Und wir schaukeln. Und lassen links und rechts den Hüftknochen jeweils sanft nach unten gleiten. Wenn das schon für dich Challenge genug ist, dann bleib in dieser Bewegung. Ansonsten rollen wir uns, während wir unser Becken schaukeln, Wirbel für Wirbel nach unten ab. Also das, was wir gerade gemacht haben, in die Schulterbrücke, und holen uns Wirbel für Wirbel langsam wieder nach oben, in die Schulterbrücke zurück, in dieser Beckenschaukel. Noch zweimal so, Wirbel für Wirbel, Becken schaukelnd, den Rücken wieder nach unten ablegen und auch noch das Band aufzug halten. Sehr schwer. Koordinativ. Ein letztes Mal. Und komm wieder nach oben, ganz, ganz langsam in dieser Beckenschaukel. Oben angekommen, darfst du dein Becken endlich ruhig halten und dich Wirbel für Wirbel ganz nach unten ablegen. Und wenn der Po den Boden berührt, darfst du auch endlich deine Knie mal zusammenschmeißen lassen, die Beine zueinander führen, mal die Knie Richtung Brust führen und dich dann auf deinem unteren Rücken ein bisschen hin und her schaukeln. Gönne dir eine kleine Selbstmassage. Und dann bleib in der Mitte liegen. Und weil bei einem kleinen Rückentraining ein bisschen Bauch auch nicht fehlen darf, weil wir damit mit einer starken Bauchmuskulatur die Lendenwirbelsäule immer ein bisschen unterstützen können im Alltag und im Sport,
Machen wir noch eine kleine Bauchübung. Dafür bringen wir das Band an unsere Fußsohlen. Ziehen die Zehenspitze dran, sodass uns das Band schon mal nicht flöten geht. Wir legen unsere Handflächen rechts und links neben die Po, der Nacken ist lang. Wir bringen unsere Beine in 90-Grad-Position, also 90 Grad zwischen Ober- und Unterschenkel, 90 Grad zwischen Oberschenkel und Bauch. Versuch mal, sämtlichen Platz zwischen deinem unteren Rücken und der Matte zu eliminieren. Also versuch mal, mit dem Bauchnabel so fest nach unten zu drücken, dass da keine Luft mehr ist. Und mit dieser Grundspannung schieben wir im Wechsel links und rechts jeweils ein Bein nach vorne und ziehen das Band damit nach vorne weg. Versuch bitte, diese Bauchspannung zu halten. Mach deinen Hinterkopf lang und stell dir mal vor, zwischen deinem unteren Rücken, da möchtest du nicht mal mehr Platz für eine Stecknadel lassen. Ich zeige dir kurz eine kleine Unterstützung, wer sehr stark unter dem Hohlkreuz leidet. Der legt sich seine Handflächen unterstützend unter den Po und macht das Ganze dann mit dieser Unterstützung. Wir machen die letzten fünf auf jeder Seite. Lass bitte auch immer die letzten vier deine Zehenspitzen aufgestellt, damit das Band nicht wegschmeißt. Ganz wichtig, die letzten drei. Die letzten zwei. Ein letztes Mal. Und bring deine Knie wieder zu dir. Du kannst dein Band zur Seite nehmen. Mit geöffneten Knien kannst du noch mal ein bisschen hin und her schaukeln. Und es lockert dich auf dem Rücken. Hin und her bewegen. Und dann kannst du dich auf deine Lieblingsseite legen und komm langsam nach oben in eine Sitzposition. Wir kommen in eine Grätsche und da hat jeder eine andere Beweglichkeit. Schau mal, wie für dich deine Grätsche ausschaut. Wie du dich eben mit den Beinen vor dir in einem V hinsetzen kannst. Wir fangen an damit, dass unser rechtes Bein lang bleibt, das linke Bein winkeln wir an, legen den Fuß an die Innenfläche des rechten Oberschenkels, Zehenspitzen ziehen ran und dann lassen wir uns mal in die Richtung des langen Fußes gleiten. Und es ist wichtig, dass es nicht darum geht, wie weit man hier nach vorne kommt, sondern es geht darum, dass ich hier öffne. Also die Schulter und die Achselhöhle, die schauen nach oben. Stell dir mal vor, da ist ein Auge, das will was sehen und deswegen öffnest du dich hier weit nach oben auf. Und wir bleiben eine kleine Weile hier und lassen uns mit der Schwerkraft in die Richtung sinken und fallen. Du spürst beide Sitzbeinhöcker auf der Matte. Und vor allem spürst du das jetzt auf der linken Seite, Lendenwirbelsäule, Quadratus Lumborum, ein Muskel, der sehr gerne verkürzt oder ja, eben nicht genug bewegt wird, wenn wir viel sitzen. Ja, sich nochmal richtig schwer mit dem Ausatmen zur Seite sinken. Wenn dein Kopf hier schwer wird, dann darfst du den jederzeit halten und dich da ein bisschen unterstützen. Und dann komm ganz, ganz langsam wieder zur Mitte zurück. Und jetzt dreh dich mal mit deinem Bauchnabel in die Richtung des langen Beins. Also wir drehen uns jetzt ein bisschen mit dem Oberkörper in die Richtung des langen Beins und lassen uns da nochmal ganz lang nach vorne hängen. Und jetzt kannst du, wenn du nicht bis ganz nach vorne zu deinen Füßen kommst, die Wade kurz anheben und die Wade auf deine Hände drauflegen und dich so einmal ein bisschen nach vorne ziehen. Wenn du es schaffst, nach vorne zu deinem Fuß zu kommen, kannst du mit der linken Hand die rechte Fußaußenkante fassen und mit der rechten Hand die rechte Fußinnenkante. Und dann kannst du dich hier mit dem Beugen der Ellbogen ein bisschen nach unten ziehen.
Wenn du hier dein Bein nicht strecken kannst, kannst du dein Bein auch jederzeit anwinkeln. Und dann nimm nochmal einen ganz tiefen, langen Atemzug. Und löse ganz, ganz langsam die Dehnung auf. Bevor wir zur anderen Seite übergehen, leg dich mal nach hinten, stell deine Beine auf und lass sie in dem Scheibenwischer ein bisschen nach rechts und links fallen. Ganz locker. Und dann komm wieder zurück in deine persönliche Grätsche. Und jetzt ist das linke Bein lang, das rechte Bein winkeln wir an. Zehenspitzen ranziehen. Und wir lassen uns in diese Richtung des langen Beins sinken und öffnen hier die Achselhöhle nach oben. Also wenn du hier nach vorne unten sinkst, spürst du die Dehnung wahrscheinlich nicht ganz so gut, wie wenn du dich hier richtig öffnest. Achselhöhle, Schulter schauen nach oben und du lässt dich hier mit jedem Ausatmen nach unten sinken. Lass beide Sitzbeinhöcker auf den Boden. Atme nochmal ganz tief ein und aus. Und dann komm ganz langsam, langsam nach oben zur Mitte zurück. Und in der Mitte dreh deinen Bauchnabel in die Richtung des langen Beins und lass dich in diese Richtung nach vorne hängen. Und entweder, wenn du nicht bis ganz nach vorne kommst, kannst du wieder deine Hände unter die Wade legen und dich mit dem Beugen der Arme nach vorne ziehen. Oder du legst wieder jetzt die rechte Hand an die Fußaußenkante, die linke Hand an die Fußinnenseite und ziehst dich mit dem Beugen der Ellbogen ein bisschen nach vorne. Wir dehnen hier die ganze Beinrückseite noch zusätzlich und natürlich die hintere Rückenfaszie. Also wenn es ein bisschen zieht, dann halte es ein bisschen aus. Wenn dein Körper sagt, ich kann nicht mehr, dann versuch ein bisschen drin zu bleiben. Und dann hast du es schon geschafft. Löse ganz, ganz langsam auf. Komm ganz langsam zurück. Komm nochmal nach hinten, komm nochmal in den angehenden Scheibenwischer. Ein letztes Mal jede Seite und dann lass deine Beine auf einer Seite liegen und komm ganz langsam über den Kniestand nach oben. Setz ein Bein vor das andere, komm ganz langsam nach oben. Und wir beenden diese Rückeneinheit so wie wir sie begonnen haben. Und zwar stellen wir uns im schulterbreiten Stand auf die Matte. Die Beine sind gebeugt und du lässt dich ganz, ganz locker so auf halbe Höhe nach unten hängen und legst mal richtig deinen Bauchnabel auf den Oberschenkel ab. Umfasst deine Arme, lass den Kopf richtig hängen und dann schaukel ganz angenehm und ganz sanft rechts und links hin und her. Und wenn sich das bei dir im unteren Rücken gut anfühlt, dann kannst du die Beine ein bisschen mehr strecken und dadurch den Schaukelradius ein bisschen größer machen. Dann bleib nochmal in der Mitte. Und feder nach unten und oben. Ganz kleine Federbewegung. Und dann hör langsam auf zu federn, lass deine Hände fallen, komm ganz, ganz langsam, als würdest du deinen Körper durch Honig nach oben ziehen. Komm ganz langsam nach oben.
Und oben angekommen, kreise nochmal deine Schultern weit nach oben, weit nach hinten, unten. Versuch mal, die Zunge vom Gaumen zu lösen. Versuch mal, ein bisschen zu lächeln. Zieh die Mundwinkel nach oben. Und ich hoffe, diese kleine, aber feine Einheit hat dir gut getan. Wenn du mal Lust hast auf eine Live-Stunde über Zoom bei mir, dann kannst du gerne auf meiner Webseite vorbeischauen. Ansonsten danke ich mich beim Mitmachen. Deine Valerie.